Hallo, willkommen zu dem Mexco und vor allem Be Inside Interview-Reihe. Wir haben uns einfach überlegt, wir brechen jetzt einfach mal mit allen Sachen bei unserem Digital Confession Drive. Wir sind erstens nicht angeschnallt, zweitens trinken wir am und neben dem Steuer. Rebellisch. Sehr rebellisch und auch als Entschuldigung dafür, dass das Auto sich eigentlich nicht bewegt. Wir uns jetzt nur im Auto unterhalten. Morgen in einem Tesla, heute in einem Audi. Ich bin super gespannt, einen altbekannten Gesprächspartner dabei zu haben, nämlich den Marc Aufzug, der, ich glaube, immer noch bei Digitalkaufmann den Rekord hält für das meistgesehenste Video und das allererste Video. Das warst Wahnsinn. Du, weißt du das? Beides zusammen. Ja. Also ich, das ist vielleicht auch ein Zusammenhang da, aber... Ich denke auch, also das war auf jeden Fall so ein Peak und ab da ging es dann, dann nur noch downhill. Aber wer länger beim Digitalkaufmann dabei ist, hat sicherlich Marc schon mal gehört und gesehen bei uns. Du bist Geschäftsführer der Agentur Faktor A, wo ich das Vergnügen hatte, Gesellschafter gewesen zu sein, die jetzt an Dett verkauft wurde. Ihr seid also in bessere, schönere, größere Hände übergegangen. Könnt euch aber als Unternehmer immer noch frei entwickeln. Das hatte ich schon mit dem Dominik besprochen. Und ich würde gerne mit dir heute mal sprechen darüber. Erstens, was ist so in den letzten 12 Monaten passiert? Was war das Interessante an dem Deal selber und wie der weitergegangen ist? Und was hat sich im Tagesgeschäft bei euch verändert? Deswegen fange ich eigentlich jetzt direkt mal an. Vorher hattet ihr sozusagen eher so eine Art Wald- und Wiesengesellschafterstruktur. Jetzt habt ihr ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern und einem großen Private Equity Fonds dahinter als Gesellschafter. Was hat sich für dich da als Geschäftsführer geändert? Ja, also wir haben eigentlich, man kann zusammenfassen, wir haben nochmal ein Pfad zugelegt, was sehr sympathisch ist, weil das war ja auch eine der entscheidenden Fragen, als wir uns überlegt haben, mit wem gehen wir denn zusammen. Wir hatten ja das Glück, dass wir eine relativ große Auswahl hatten und da aber schon in den Gesprächen auch mit anderen Menschen, die diesen Schritt schon mal gegangen sind, in einem anderen Setup gegebenenfalls, immer wieder rauskam, dass man da eben auch das Risiko läuft, dass man in eine zu große Unternehmensstruktur reinkommt oder Organisationsstruktur und dann teilweise aufgefressen wird von diesen Strukturen, wenn man auf einmal als ja doch noch ein relativ junges Unternehmen in ein Unternehmen reinkommt mit 100.000 oder 200.000 Mitarbeitern, dann bringt das natürlich auch viel Overhead mit sich und das wollten wir bewusst nicht machen, deshalb haben wir uns für Dept entschieden. Das heißt, darf ich da noch mal was nachfragen, jetzt sagen wir, als Tipps und Tricks für Unternehmer? Du warst ja nicht nur Gesellschafter, sondern auch für dich als Unternehmer war es klar, dass du langfristig dabei bist und einen Partner brauchtest. Wie hast du dich da informiert? Also hast du sozusagen 5 Freunde angerufen oder hast du auch Leute gecoldcallt und gesagt, hör mal zu, ich brauche jemanden eine Referenz? Weil es waren ja, wie du schon sagst, nicht wenig Bieter, die dabei waren und am Ende war es sozusagen gar nicht unbedingt, ich glaube, die Leute stellen sich das immer vor, ist so wie so ein Monopoly-Spiel, irgendwann liegt einer Schein auf dem Tisch und du sagst dann ja, aber das war es ja gar nicht für dich, ne? Das war eine ganz viel weiterreichende Entscheidung. Wie hast du dich da informiert? Also das Ganze dauert ja dann doch immer am Ende länger, als man denkt. Also auch dieser Prozess hat, glaube ich, von dem ersten Kontakt von irgendeinem Interessenten, bis dann tatsächlich das Closing war, knapp ein Jahr gedauert. Das heißt, wir hatten durchaus Zeit, uns intensiv mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, was wir denn da am besten machen und mit welchem Partner wir gehen. Und da, ja, Cold Calls waren es nicht, aber da hatten wir halt das Glück, dass wir ein gutes Netzwerk haben, dass ich auch noch aus den vergangenen Aktivitäten ein ganz gutes Netzwerk hatte, wo man einfach mal fragen konnte, wie es denn so war. Ja? Unternehmen, die sich mit einem großen Mediennetzwerk vielleicht zusammengeschlossen haben, andere, die sich mit einem Private Equity-backed, jungen, kleinen Netzwerk zusammengeschlossen haben. Manche haben sogar beide Erfahrungen gemacht und da konnte man halt gut mal hören, was ist denn so nach der Honeymoon-Phase, nach einem Jahr noch dran an dem Ganzen, was man so hört, in den Pitches ja auch von den potenziellen Käufern. Und da kamen wir zu dem Schluss, dass ein schlankes, eigentlich noch selbst im Startup-Mode befindliches Netzwerk wahrscheinlich die bessere Wahl ist, wenn wir den Speed beibehalten wollen, den wir vorher hatten. Und du, wir sind ja jetzt sozusagen 6 Monate Post-Deal sozusagen und hier der CEO von Dett ist auch da, aber ich stehe gerade nicht ums Auto rum, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, hat sich das bewahrheitet? Das hat sich Gott sei Dank bisher bewahrheitet. Wir haben ja auch ein paar andere Unternehmen drin, die schon länger drin sind, die ich auch von vorher noch kenne, die mir auch bestätigen können, dass das auch noch länger anhält oder immer noch anhält, auch wenn man mal dann ein Jahr und länger zusammen ist. Also bisher kann ich echt nur extrem positiv berichten. Wir haben eine gute Stellung in dem Netzwerk, wir sind da wichtig, wir werden da gehört. Man achtet wirklich darauf, wenn wir sagen, hey, jetzt 5 Calls die Woche, das muss gar nicht unbedingt sein, das hält uns ziemlich von der Arbeit ab. Dann wird das gehört, dann wird das reduziert
und da geht man extrem stark auf uns ein, sodass wir da eigentlich keine Einschränkungen haben. Sondern gegen euch als Unternehmerpersönlichkeiten oder weil ihr ein extrem wichtiges Thema besetzt? Das wird das Thema sein. Ich weiß nicht, ob es wegen mir persönlich ist. Ich glaube eher nicht. Keine Ahnung. Aber ja, das Thema ist natürlich auch wichtig für dieses Netzwerk. Und deshalb wird das eben auch respektiert. Aber gerade bei 1000 Leuten, das sind dann, weiß ich gar nicht, 15 oder 16 Agenturen, da hat man natürlich auch noch ein Ohr eigentlich für jeden Partner und wird da richtig ernst genommen. Die Unternehmenskultur ist erstklassig, es ist auch noch überschaubar und wir können halt jetzt so zentrale Themen wie... Aber 1000 Leute ist ja nicht überschaubar, ne? Also du meinst von der Organisationsform her, ja. Ist es dadurch, dass es sozusagen noch diese einzelnen Bereiche gibt, überschaubar oder wie meinst du das überschaubar? Ja, aus einer Startup-Perspektive vielleicht nicht unbedingt, aber aus einer Agentur-Netzwerk-Perspektive schon, weil da haben ja die meisten großen Player doch deutlich mehr Mitarbeiter, von daher... Dann kann man das noch ganz gut überblicken und auf so einer gemeinsamen Filmveranstaltung, wir hatten gerade das Debt Festival, kann man dann auch noch alle Menschen an einen Ort packen. Wie war denn das? Das war großartig. Das waren zwei Tage, ein Tag und ein halber Abend auch zusammen mit Kunden und den Rest des Abends und den zweiten Tag dann komplett nur im Debt-Team. Wir waren da in Amsterdam auf so einem Festivalgelände und da hat man richtig was rausgehauen. Also das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht und auch nochmal diese sehr intakte und gesunde Unternehmenskultur, die es da gibt, unterstrichen. Okay, cool. Wie war denn, gerade wenn ich jetzt mir sowas wie das Debt Festival angucke, ich hatte mit deinem CTO schon reden können, mit dem Dominik, darüber, dass Internationalisierung bei euch richtig groß geschrieben wird. Helfen auch so ein Events dann Agenturen aus ganz anderen Ländern kennenzulernen, oder auch vielleicht größere Agenturen, die schon internationale Standorte aufgebaut haben, um für euch zu bestimmen, wo ihr hingehen wollt? Der Dominik hatte schon verraten, Großbritannien und Frankreich ist gerade bei euch hoch auf der Agenda. Mhm. Wie sammelst du denn da so die Learnings in der Internationalisierung und wie gehst du daran mit so einem Partner wie Debt? Genau, also ein Grund war ja, dass wir eben die Internationalisierung schneller gestalten können, weshalb wir mit Debt zusammen sind. Und die haben halt, das sind zwar auch noch kleine Strukturen, aber die haben halt schon die Strukturen in den einzelnen Ländern, dass man halt schon auf ein Office zurückgreifen kann, dass da das, was man halt bei einer Unternehmensgründung vielleicht da nochmal machen müsste, dass das alles schon gesetzt ist und wir jetzt relativ schnell nächste Woche, natürlich mit einer gewissen Planung, aber es war echt überschaubar, nächste Woche auch physisch in UK starten werden, in London, drei Wochen später in Paris, dann noch USA und vielleicht sogar Japan auf der Agenda haben. Und da ist halt ein enger Austausch mit denen, die da schon vor Ort sind. Die haben alle mega Bock, da zu helfen. Und ich glaube, das ist ein richtiger Shortcut, so was ich jetzt mitbekomme. Der uns da helfen wird, da schnell Fuß zu fassen. Und dann der Cross-Selling-Gedanke natürlich auch da ist. Da sind schon Strukturen, aber da sind eben auch schon Beziehungen zu Kunden vor Ort. Und die können wir jetzt schon teilweise nutzen, aber das wird natürlich nochmal besser, wenn man dann auch mit Menschen dort ist. Also es ist mehr als nur sozusagen ein Cold Call, sondern ihr könnt direkt reingehen. Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, es war sozusagen für dich auch als Unternehmer sozusagen eine nicht leicht getroffene Entscheidung, wo ihr als nächstes hingeht. Die Erwartungen wurden erstmal erfüllt, Internationalisierung ist wichtig, aber es kommt ja am Ende jetzt immer auf die Zufriedenheit und die Entwicklung der Kunden an. Wie ist denn in den letzten 12 bis 6 Monaten deine Wahrnehmung, wie Kunden mit Amazon interagieren? Ich kann vielleicht als Vorlage mal sagen, also für mich hat sich im Endeffekt die Entwicklung dahin gebracht, dass das als Werbekanal extrem ernst genommen wird, mittlerweile auch mit ganz anderen Budgets, die dahinter stehen. Amazon Business nicht so hochgekommen, wie ich gedacht habe, muss man fairerweise sagen. Und ansonsten als Vertriebskanal nach wie vor eine nicht abflachende Kurve oder eine nicht abflachende, nach oben gehende Wichtigkeit des Kanals Amazon. Ja. Liege ich falsch, liege ich richtig, habe ich was vergessen? Was sind deine Eindrücke der letzten 6 bis 12 Monate? Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ich würde das sogar noch ein bisschen weiter fassen, wenn wir so die Entwicklung von Factor A sehen, dann war das erste Jahr so, okay, wusste eigentlich keiner, dass man sich zu dem Thema Amazon auch beraten lassen kann. Keiner hatte das so richtig auf dem Schirm, das heißt, wir mussten viel Education leisten, dass es das Thema überhaupt gibt und was man da machen kann und was man da kaufen kann am Ende, was einem auch hilft. Dann für die aufmerksamen Beobachter der Kamera, Markus Vost, der andere brillante Gründungspartner von Factor A, gerade hinter unserem Auto vorbeigelaufen.
Also heute sind alle hier auf der Bierenzeit, ja, von dem Adrian Hotz, dem vierten im Bunde. Alle 2 Meter ein bekanntes Gesicht. Ja. Genau, im zweiten Jahr war es dann so, dass schon mal angeklungen ist, okay, das Thema ist wichtig, da muss man was machen, da kann man sich auch helfen und man erreicht auch mehr, wenn man da mit Experten zusammenarbeitet. Darf ich da noch mal was fragen? Ja. Was du beschreibst, dass man sich zum Thema Amazon beraten lassen kann, das fing doch eigentlich ganz früh an, wie das auch Fostec, wie das eTribes gemerkt hat, auf der strategischen Ebene. Du meinst jetzt auf der operativen Doing-Ebene. Genau, dass man sich bei der Umsetzung helfen lassen. Bei der Umsetzung, also nicht nur, wie gestalte ich mein Jahresgespräch, sondern tatsächlich, wie verkaufe ich immer mehr meines Produktportfolios erfolgreich auf diesem Kanal. Das ist sozusagen die Entwicklung, die du jetzt beschreibst aus der operativen Sicht. Genau, aus der operativen Perspektive, ja. Das war das zweite Jahr, das heißt, es ist angekommen, dass das ein Thema ist, aber die Budgets waren noch relativ klein. Und jetzt so im dritten Jahr merken wir einen krassen Anstieg, eigentlich in allen operativen Bereichen auf Amazon, allen voran natürlich das Advertising-Thema, aber auch beim Content-Thema, auch bei der Sales Excellence, wie wir das nennen, also Account Handling, dass es angekommen ist. Budgets, es wurde getestet, es funktioniert und jetzt liegen die Budgets bereit, dass man da richtig Gas geben kann. Und das merken wir auch in den Tickets, die wir haben und in den neuen Kooperationen, die ja auch schon an Vorausblick jetzt gerade im Moment auf das Jahr 2019 sind, dass die deutlich ansteigen und man deutlich Budget auch shiftet, zum Beispiel von anderen Media-Advertising-Kanälen hin zu Amazon. Und da wäre gleich meine Frage dazu, diesen Shift der Werbebudgets. Man hat ja, also für mich würde ich so zusammenfassen, 2017 haben Leute so Ausprobierhäppchen gegeben, waren aber zu spät für den Planungsprozess 2018. 2018 wurde verzweifelt wahrscheinlich ineffiziente Kanäle genommen und die irgendwo hingetan, wo ich die besser allokieren kann. Ist 2019 das Jahr, wo wir tatsächlich, und wir reden ja schon von einem riesigen Niveau, was im AMS gerade über Amazon läuft, ist 2019 das Jahr, wo der Belong richtig noch umgehen wird? Also wo die Firmen im Budgetierungsprozess, im Planungsprozess Amazon die Wichtigkeit geben, die es fairerweise auch verdient? Genau. Die Learnings wurden 2018 gemacht und das wird jetzt, also man stellt ja in der Regel fest, dass es deutlich effizienter geht, auch effektiver und besseren ROI hat als viele andere Marketingkanäle und das sowohl im AMS-Bereich, aber auch im Media-Bereich, also Amazon Advertising Platform bzw. die Amazon DSP, wie es jetzt heißt, da sind ja auch von Natur DSP? Aus mehr Digital Services Platform. Die Display-Marketing-Kollegen, die wissen das, weil das ist ein Standardbegriff aus dem Display-Marketing. Okay, fair enough. Gut, also wir überspringen diese Frage. Genau. Also, aber erzähl weiter. Also du meinst, jetzt ist es sozusagen bei den Unternehmen angekommen, sie nehmen das weg. Von welchem Kanal denkst du, also auch aus euren Verhandlungsgesprächen, welcher Kanal leidet darunter am meisten im Moment? Also Print würde ich mal jetzt... Print auf jeden Fall. Ich denke, das Thema Fernsehen, also da sind ja nun die Riesenbudgets vorhanden, aber das wird auch darunter leiden, auch vor allen Dingen, weil man ja auch über Amazon das Thema Video gut bespielen kann. Das sind sicherlich die großen Blöcke und dann überlegt man sich sicherlich bei den vergleichbaren Kanälen wie Suchmarketing auf irgendeiner anderen Plattform, ob man nicht Suchmarketing vielleicht besser auf Amazon macht. Das gleiche eben auch für Display und Programmatic Advertising, ob man das nicht vielleicht, da das ja doch sehr gescholten ist, auch als super intransparent und dass man eben nicht sieht, was man am Ende davon hat, es deutlich transparenter wird auf Amazon, dass man da auch einfach vom Anbieter her ein Shift vollzieht. Okay, und wenn ich jetzt sozusagen meine Budgets übergebe und ein einigermaßen guter Verwalter des Geldes beim Kunden bin, dann hat der Kunde ja eigentlich in E-Commerce immer KPI getrieben. Mit Dominik hatte ich besprochen, mit eurer Softwarelösung bietet ihr dem Kunden auch immer neue Analysemöglichkeiten. Er hat über die, dass ihr jetzt Impressionen tracken könnt, also schauen könnt, wie oft guckt da jemand drauf, bevor eigentlich der Kauf stattfindet. Ist das für euch weiter ein wichtiger Fokuspunkt, nicht nur die Budgets zu bekommen, sondern die auch mit dem ROI auszuspielen, die für den Kunden eine Relevanz hat, die auch beweisen kann? Ja, ich glaube, das ist das Hauptverkaufsargument von der ganzen Geschichte und deshalb, warum diese Shifts stattfinden, weil man eben hier ein Stück weiter messen kann, als man das in anderen Kanälen kann, weil man eben die direkte Verbindung zu den Sales hat. Also weil ihr direkt am Point of Sale seid, genau, könnt ihr genau, man ist eigentlich nirgendwo so nah am Sale dran wie auf Amazon und wenn man dort Advertising betreibt, und das ist die klare Stärke.
Und damit müssen sich dann die anderen auch messen. Das wird aber wahrscheinlich ziemlich schwierig. Und ist das ein Punkt, auf den ihr die Kunden hinweisen müsst? Oder kommen die zu euch und sagen, hört mal zu, wir haben uns überlegt, wir sind viel enger am Point of Sale mit euch dran, lasst mal reden. Oder ist das ein Punkt, den ihr erst nach Hause bringen müsst, dass ihr sagt, okay, ihr könnt vielleicht im größten Sinne Printanzeigen stellen, dann wisst ihr gar nicht, was passiert. Vielleicht könnt ihr ein bisschen Google schalten, aber dann, wer weiß, welcher Kanal vom Kunden am Ende ausgesucht wird, wo die Kaufentscheidung stattfindet. Bei uns, bei Amazon, seid ihr direkt am Point of Sale und bewerbt auch nur den und könnt da tatsächlich, also auch für mich als Finanzer gibt es ja eine Menge Fake ROIs im Online-Marketing-Bereich. Bei Amazon ist das ja wahrscheinlich sehr negiert, weil ich weiß halt, was da über den Laden steht oder also im virtuellen fairerweise. Ja. Also du meinst, das ist sozusagen einer der Punkte, die ihr rausarbeitet, die der Kunde aber auch übernimmt. Genau, aber da ist auch so eine Lernkurve auch beim Kunden vorhanden. Also das hat ja angefangen, der erste Kanal war ja quasi das Amazon SEO-Kanal. Und da musste auch gelernt werden, dass wir eigentlich gar nicht, also beim Kunden gelernt werden, dass wir eigentlich gar nicht irgendwelche Positionierungen in Suchergebnissen reporten müssen. Das, was sie immer bei Google bekommen haben, sondern dass wir das überspringen können und direkt Sales reporten können. Das war aber neu, weil in den ganzen Reportings von den Unternehmen waren halt diese Suchergebnisse noch drin, die aber eigentlich gar keiner brauchte, die da irrelevant waren in der Betrachtung. Und so geht das halt immer weiter. Dann kam Such-Advertising, also Paid. Jetzt kommt das ganze Thema Display und Programmatic. Und hier wird es sicherlich auch noch ein bisschen dauern, bis das erkannt wird, bis quasi die Art und Weise, wie man das auch reporten kann im Unternehmen, angepasst wird. Und dann fliegt es. Also ihr habt sozusagen nicht nur müssen Budgets freigemacht werden im normalen Corporate-Umfeld, sondern es muss ein Umdenken stattfinden und auch, was ich mir im größten Sinne als Erwachsenenbildung bezeichnen würde, also ihr müsst auch euren Kunden helfen, diese neuen KPIs intern zu verkaufen, genau um diesen, weil ich kann mir vorstellen, in Großkonzernen ist es ja auch normalerweise so, wenn einer mal ein Budget hat, dann gibt er das ja ungern wieder ab und benutzt eine Menge KPIs, die willige Dienstleister ihm zur Verfügung stellen, da müsst ihr eine Menge sozusagen Eroberungen durchführen, um das zu kriegen. Aber du meinst auch, Amazon gibt euch tatsächlich die Datenbasis, die ROI-Berechnung, um das auch gut zu tun? Ja, nicht in jedem Falle. Wir müssen uns da einiges auch selber herleiten. Das, was Dominik ja vielleicht auch gesagt hat, ist das Thema Conversion Rate. Sowas wird nicht so einfach so zur Verfügung gestellt. Aber es ist natürlich E-Commerce eine wahnsinnig wichtige oder die zentrale KPI zusammen mit den Visits. Da muss man schon sich auch ein bisschen selber behelfen. Das wird nicht alles von Amazon zur Verfügung gestellt. Aber die lernen natürlich auch, je mehr da zur Verfügung gestellt wird, desto attraktiver wird das Thema auch und desto schneller wächst das. Und ich glaube, da wird Amazon dann auch noch offener werden in der Zukunft. Ich bin ja immer ein total riesen Fanboy von Amazon und habe jetzt gesehen, okay, also die Agentur wächst, internationalisiert, funktioniert, Budgets werden rübergeschiftet. Die Fragen, die wenig gestellt werden, ist, was kann denn Amazon überhaupt gar nicht? Oder habt ihr mal so einen richtigen Flop erlebt für eine bestimmte Produktkategorie oder Anwendung? Also würdet ihr sagen, irgendwas läuft da gar nicht? Oder ist es tatsächlich die eierlegende Wollmilchsau, die immer alle heraufbeschwören bei Amazon? Also die machen schon mehr richtig als andere, deshalb sind sie da, wo sie sind. Aber natürlich geht da auch nicht alles richtig. Also wenn ich unseren Produktentwickler gerade fragen würde, an den ich denke, der so zu dem Verknüpfungspunkt, also auch mit den APIs zu tun hat bei Amazon, der auch einen Blick darauf hat, was bei Amazon in der Technik alles funktioniert und was nicht funktioniert, der würde dir ganz viel aufzählen können, was nicht klappt. Das wäre tatsächlich mal ein interessantes Gespräch, was funktioniert also nicht. Das würde wahrscheinlich Amazon nicht gerne sehen. Aber also du meinst sozusagen, auch wenn man diesen Nimbus der Unangreifbarkeit hat und alle sagen Amazon, es gibt Wachstumsschmerzen. Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn man viel mit den Amazon-Leuten zusammen ist, viel mit denen spricht, dann merkt man, dass die auch alle nur mit Wasser kochen und das auch selber von sich sagen. Also nicht da als Lichtgestalter stehen und sagen, wir können alles besser, sondern dass es da auch hakt wie in jedem anderen Wachstumsunternehmen, gerade in der Technik. Ist das so weit, dass es euch auch behindert im Wachstum? Also, dass ihr merkt, okay, also wenn man sich jetzt mal die gängigen Amazon-Gruppen durchliest, auf Facebook zum Beispiel, ist halt Logistik, Einlagerung von Waren, Nachbestellungen, all sowas immer ein, oder das werden Accounts gesperrt ohne Aussagen und bla und blups. Also immer, also es gibt sehr, sehr viele Punkte, wo gemeckert wird und wo geschimpft wird. Aus Agentursicht, gibt es für euch so richtige Showstopper-Momente im Markt oder ist es einfach nur ein holpriges, aber nachhaltiges Wachstum, das da gerade passiert?
holprig und nachhaltig, das kann man, glaube ich, unterstreichen. Es findet statt, aber wir hatten jetzt ganz lange wirklich das Problem mit der API, dass wir nicht die richtigen Daten ausgeliefert bekommen. Und wenn man davon ja ein Stück weit auch abhängig ist, weil man Daten davon wiederum in der eigenen Softwarelösung zeigt und das Wochen dauert, oder das waren sogar Monate, dann ist das natürlich auch ein bisschen wachstumshemmend. Ja, wir haben es jetzt nicht so gravierend gespürt, aber da möchte der Kunde auch wissen, ja, was ist denn da los? Ja, wieso zeigt ihr denn da falsche Daten an? Und dann musst du halt auch sagen, ja, die Quelle, wo wir die Daten herbekommen, die stimmt halt gerade nicht, da können wir leider nichts machen. Ja. Okay, also da müsst ihr auch immer so ein bisschen auf die Finger schauen, wahrscheinlich auch mit denen zusammenarbeiten, um das rauszugeben. Ich stalke natürlich dich immer nachhaltig auch auf deinen Social Media Kanälen. Du warst jetzt gerade in Seattle. Ja. Hast du Urlaub gemacht oder was war los? Nee, ich hatte einen Kurztrip nach Seattle, 2 Tage. Da war die REF 2018. Das heißt, dort wurden Agenturen, Spezialagenturen, wohlgemerkt nicht die großen Mediennetzwerke und die großen Agenturen, sondern Spezialisten eingeladen aus der ganzen Welt. Also war USA da, war Europa da, war Japan da, die zum einen natürlich genetworked haben, das war eine extrem gute Sache, und zum anderen aber auch neue Insights bekommen haben, was dort gerade in der Pipeline ist von den AMS-Tools, heißt jetzt auch alles anders. Wie die das pitchen sozusagen, wie die ihren Kunden helfen können, wie man zusammenarbeiten kann, wie man seine eigenen Services verbessern kann und so weiter. Das war eine extrem gute Veranstaltung. Also es war sozusagen eine Abinformierung, was passiert jetzt gerade, wohin geht es gerade und wie könnt ihr als Spezialagentur euren Kunden eigentlich noch effizientere Services liefern? Also aus der Sicht raus, wie könnt ihr mehr für eure Kunden tun mit den Tools von Amazon? War das so zu verstehen, das Meeting dort? Oder? Genau, genau. Einmal, dass sich alle kennenlernen, dass man sieht, wie der Markt aussieht. Das war auch, glaube ich, die erste Veranstaltung dieser Art von Amazon. Und eben die Kunden oder beziehungsweise die Agenturen ein Stück weit aufzuschlauen. Wobei wir da auch gemerkt haben, dass wir, glaube ich, in Europa allgemein, ich will da nicht nur uns hervortun, aber eine sehr gründliche Arbeit leisten. Ich glaube, noch teilweise tiefer ins Detail gehen, als die US-Kollegen das derzeit tun und vielleicht auch noch tun müssen. Dass da schon ein gewisser Abstand ist und wir uns sehr freuen, in den Markt dort eintreten zu können. Für mich eine der Sachen, die ich eigentlich am lustigsten und interessantesten in der ganzen Entwicklung der Agenturwelt sehe, ist immer so, die Deutschen sind immer die mit Abstand besten Ingenieure. Also ich glaube, eure Technologielösung wird wahrscheinlich selbst den Sachen, die Amazon hat, weit voraus sein. Aber Amis sind halt im Marketing halt umgeschlagen. Ja? Also die haben, wenn die da 3 Zeilen ja. Code haben, dann hört sich das an, als ob sie da sozusagen den Stein der Weisen entschlüsselt haben. Ja. Finde ich auch immer sehr lustig und ich finde es sehr interessant, gerade auch von jemandem wie dir, der da sehr fundiert rangehen kann, diesen Vergleich nochmal bestätigt zu bekommen, ne? Dass definitiv. Es schon überschaubar ist, was technologisch gelöst wird, aber der Verkauf sicherlich interessant ist. Also auch wenn man gute Technik hat, ist das nicht der Garant zum Erfolg. Leider, Sales spielt immer und überall eine Rolle. Ja. Ich habe noch 2 wichtige Themen, bevor wir hier weitermachen. Die Bienenzeit fängt auch gerade an. Ich gucke jetzt mal wirklich bei strahlendem 30 Grad Sonnenschein und Sonnenbrandwetter definitiv für uns. Sag mal, Amazon Business, was ist denn los? Was geht? Ich habe gerade hier eine Amazon-Pressemitteilung in die Inbox bekommen, aber so richtig am Markt gespürt, habe ich wieder erwarten, nicht so viel. Nö, wir auch nicht. Ist noch sehr verhalten. Ehrlich gesagt haben wir aber auch noch genug zu tun mit dem B2C-Geschäft. Deshalb also da kannst du böse drüber. Gar nicht der Druck so da. Und man muss ja auch sehen, auch für einen Dienstleister, das jetzt unbedingt ein komplett anderes Feld ist. Also zumindest mal diejenigen, die auch B2C verkaufen und dann auch Amazon Business nutzen, für dieses Jahr das gleiche Product Listing. Das heißt dann wieder, um für einen Dienstleister im Prinzip auch kein zusätzliches Potenzial. Das ist ja vor allen Dingen für die neu dann auf die Plattform kommen, spannend, beziehungsweise in dem Fall dann auch für uns. Und da haben wir jetzt auch nicht so viel gemerkt. Also ich glaube, die Unternehmen mit den großen Geräten, die lassen noch ein bisschen auf sich warten. Die tasten sich, glaube ich, gerade strategisch an. Das kannst du ja auch vielleicht besser beantworten. Das stimmt. Und dann dauert es immer noch ein bisschen. Dann ist so das erste Jahr, glaube ich, wo die dann auch selber klarkommen müssen. Gegebenenfalls bei einer neuen Kategorie, so wie bei Fresh oder bei Business, noch extrem gut unterstützt werden von Amazon. Und dann im zweiten Jahr merken sie, okay, jetzt müssen wir selber ein bisschen Gas geben und da brauchen wir Hilfe. Also tatsächlich, so ich hatte ja gewettet auf ein Jahr Zeitverschiebung zum B2C-Geschäft. Sind aber eher 2 bis 3. Also ich unterteile das, also ich würde das als
sozusagen an Wichtigkeit als Kanal überhaupt nicht abschreiben. Nee. Die Entwicklung ist aber viel langsamer, als ich gedacht habe. Und ich glaube im Moment, um es mal ein bisschen lapidar zu sagen, wird da ein bisschen mehr Druckerpapier verkauft als Industriemaschinen. Das bedeutet aber nicht, dass die Industriemaschinen nicht irgendwann kommen, aber das Druckerpapier spielt, glaube ich, noch eine größere Rolle zurzeit. Ja. Also standardisierte Güter, an denen Amazon gut ist, die werden vielleicht laufen. Das Spot-Buying der Unternehmen sicherlich sehr relevant für Amazon. Aber so die ganze Integration in die richtigen Budgets und richtiges Purchasing, auch als Purchasing-Tool, hatte ich am Anfang gedacht, dass man da mehr eine Welle merkt. Aber wir werden sehen, wie es so weiterläuft. Was hält dich sozusagen wach die nächsten 6 bis 12 Monate? Außer Internationalisierung, das haben wir jetzt gecovert. Das Thema Internet, das ist wirklich das mit Abstand Wichtigste. Dann schrauben wir natürlich an all unseren Prozessen, an allen Unterlagen, Integration. Kannst du das für die Zuhörer nochmal in Worte fassen? Wie ist denn euer Firmenwachstum? Also selbst wenn du jetzt nur die internen Prozesse bei euch versuchst zu handeln, jetzt mit dem neuen Partner, wie habt ihr euch personell entwickelt? Ich habe gehört, dass hier für die halbe Kölner Innenstadt Mietverträge von euch im Moment verhandelt werden, um das Personalwachstum zu stemmen. Ja. Wie schaut es denn aus? Wir legen schon zu, also wir haben jetzt im letzten Monat, sind glaube ich wieder 10 neue Mitarbeiter eingestiegen. Für uns war natürlich auch super wichtig, dass wir so die zweite Ebene sehr solide nachziehen in allen Abteilungen. Das haben wir jetzt auch weitestgehend abgeschlossen eigentlich. So wachsen wir weiter heiter vor uns hin und suchen in der Tat neue Flächen seit einem halben Jahr schon, und es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Hier ist nicht so einfach, ne? Also so, wir haben auch in Hamburg, suchen wir gerade verzweifelt, in Berlin, überall, aber es ist nicht so, der Markt ist so ein bisschen schwierig, ne? Man muss ja auch mit den Mitarbeitern mitwachsen, also wir gucken mal. Also wie immer, der ultimative Gewinner, die Immobilienbranche. Absolut. Aber das Büro und die Strukturen sind sozusagen Tagesgeschäft, die halten dich nicht nachts wach. Was hält dich nachts wach? Ich schlafe eigentlich. Deine Kinder sind auch schon älter? Ja, ich habe eigentlich einen ganz guten Schlaf. Also mich hält eigentlich gar nichts wach. Ich habe noch nie eine schlaflose Nacht gehabt wegen irgendwas. Ich auch nicht. Du hast es schon gesagt. Also was ein dickes Brett wird, ist das Thema Internationalisierung. Wir haben sicherlich ein gutes Setup, aber das wird kein Zuckerschlecken, glaube ich, uns in den Märkten zu behaupten. Vor allen Dingen, wenn wir das Thema USA angehen wollen, das ist, glaube ich, ein ziemlich dickes Brett. Auf Japan, falls das auch kommen wird. Und wir haben da jetzt erste Gespräche, freue ich mich extrem, weil das ja komplett anders ist als alles, was man kennt, glaube ich. Und das werden so die bestimmten Themen sein. Und dann geht es an allen Fronten weiter. Advertising wird weiter zunehmen. Die Tickets werden also sprunghaft größer. Das ist halt auch spannend natürlich und eine Herausforderung, wenn dann also dicke Fische auf einmal ankommen und man dann auch die internen Strukturen sprunghaft nachziehen muss. Das wird sicherlich wichtig. Und du meinst ja auch, also im Vorgespräch haben wir ja besprochen, es ist nicht nur sozusagen die Wichtigkeit der Budgets, die erkannt wird, sondern auch die Dienstleister-Budgets, muss man fairerweise sagen. Also es ist jetzt nicht nur, hier mach mal die Arbeit, kriegst das gleiche Geld wie vorher, wir hängen nur ein paar Nullen ans Budget, sondern die Aufgabenfelder für euch, die Verantwortung, die euch übergeben wird, damit auch die Budgets, die euch übergeben werden, sind substanziell, muss man mittlerweile sagen. Ja. Also, und wenn ich jetzt substanziell zusammenfassen würde, wahrscheinlich durchaus Sachen, die im 6-7-stelligen Rahmen liegen, auf 12 Monate gerechnet, das sind ja Sachen, wo auch dann mittlerweile Vorstandsentscheidungen oder sonst was anfallen, wo die nicht mehr freigegeben werden vom Sachbearbeiterkanal online dahinter. Ja. Ist das für dich auch eine Umstellung im Rahmen der Gesprächspartner, mit denen ihr interagiert oder der Überzeugungsarbeit, die ihr leisten müsst? Also hat sich euer Sales Cycle dadurch, dass Amazon akzeptiert hat, verkürzt, oder ist die Wichtigkeit von Amazon hat dazu geführt, dass es eine jährige Entscheidung, dass euer Sales Cycle länger geworden ist? Ich habe die genaue Zahl nicht, aber ich glaube, der ist sogar ein bisschen verkürzt worden, weil wir den Effekt haben, dass die Leute, die das auch jetzt wirklich entscheiden können, halt sofort dran sind und nicht erst der Operative, der dann 2 Monate lang mit seinem Chef reden muss, dass der irgendwann mal Zeit hat, diese Entscheidung zu treffen, sondern das Thema ist so wichtig geworden, dass die richtigen Entscheider jetzt auch direkt ins Spiel kommen, und das hat es eigentlich eher verkürzt. Okay, das ist eine spannende Entwicklung. Marc, ich bin total gespannt, was im nächsten Jahr alles passiert sein wird bei euch. Ich bin begeistert vom Wachstum, das da dabei ist, und finde es sehr, sehr spannend, auch mit dem Dominik in parallel zu sehen, wie ihr sozusagen Geschäftsaufbauprozesse, Internationalisierung und Technik alles unter ein Dach und Fach bringen müsst. Ich bin froh, dass du trotzdem weiterhin gut schläfst und dir da keine Sorgen machst, und wünsche euch viel Glück auf dem Weg und freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen heute. Super, vielen Dank.